gucken auch aufs Optische, aber denen geht es dann auch darum, so versuchen ans Fame und so zu kommen, weißt du? Jetzt auch wegen Geld? Also erstmal will ich mit der direkt Schluss machen. So. Bei welchem Künstler? Ich glaube, es ist ein Meadow. Ein Meadow? Warum? Weil der ist noch jung, frisch und ich sehe auch immer an den Stories. Oh, Meadow! Komm mal rein, Meadow! Hau mal deinen Part rein! Was geht ab, Leute? Euer Onur wieder am Start in Köln. Heutiges Thema, Leute, ihr habt schon im Titel gelesen, es geht um Rap. Jede mögliche Frage um Rap, Deutschrap gegen Army-Rap. Welcher Deutschrap gerade am heißesten ist und andere wilde Fragen. Also bleibt gespannt, schaut das ganze Video bis zum Ende auf jeden Fall an. Lasst Support, dann alles kostenlos. Liken, kommentieren vor allem für den Algorithmus. Abonnieren, Glocke aktivieren, ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, genießt das Video, Leute. Wir haben jetzt zwei freshe Boys am Start, stellt euch mal vor. Ich bin Tommy, 17. 17. Und? Regis, 17. Hört ihr Deutschrap? Etwas, ja. Ganz wenig. Wen so du? Samra und sowas in der Art, so Kapital manchmal und so. Also die schon gerade im Hype sind. Ja, klar, sonst. Also gehst du mit dem Hype mit aktuell, ne? So gesehen, ja. Hast aber auch so Favoriten, die du von früher feierst oder Newcomer oder Leute, die nicht so bekannt sind? Gar nicht, ja, sonst amerikanischer Rap nur. Und das wär's eigentlich. Wen so in Amerika? Boah, Pop Smoke und sowas. Also auch Leute, die im Hype sind, die typischen, ne? Sachen, ja, ja, neue klar. Sachen, die neuen Leute feierst du nicht, die jetzt so neu reinkommen, ja, so Lil TJ, Polo G und so. Ares, der was gemacht hat. Ja. Das feier ich schon, was der macht so im Moment. Okay. Ja, aber sonst gar nicht, ja. Aber sagst du, gerade ist Amerika noch einige Level über Deutschrap? Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist so Luciano, Sugar. Aber bei mir ist immer unterschiedlich. Nicht jedes Lied, aber so einige immer, deswegen. Ja. Also Luciano ist bei den Jugendlichen schon sehr gefeiert, oder kann man so sagen, ne? Wen noch so? Von Deutschrap? Ja, Brudi. Kennst du Sugar? Ja, Sugar. Sugar, immer. Klar, von Bantus, ja. So Leute, wir haben jetzt hier den? Riad. Wie alt? 17. Ich gehe davon aus, dass du viel Deutschrap hörst, oder? Ja, tue ich. Wen so? So UFO, Kalim und so. UFO, Kalim? Ja. Yeah. Also schon Leute, die gerade mehr Richtung so Trap gehen, weißt du, was ich meine? Also schon diese mehr Autotune und so. Dieser Ami-Style, ja. Feierst du Ami mehr als Deutsch gerade, oder? Ja, doch. Future vor allem und so. Also du sagst, Bruder, Ami-Rap ist besser als Deutschrap gerade? Ja, zurzeit schon. Aber Enno sagt doch, ja, Ami-Raps Ende. Ja. Was sagst du dazu? Der ist sowieso ein Meme geworden, so. Ja, doch, das verbessert sich auch alles gerade, so. Mero vor allem, man sieht, der geht in eine andere Richtung und so jetzt. Guck mal, ich hatte jetzt eben einen Jungen da, der meinte, dem gefällt Deutschrap, also mehr wie es früher war. Obwohl er 16 ist, so cool, Savage, Bushido und so, diese Zeit, mehr Straße und so. Yeah. Aber du sagst jetzt wieder, du feierst mehr Leute, die jetzt so mehr New School gehen, mehr Amerika und so. Warum ist das so? Weil ich diesen Style halt mehr feiere, auch diesen Sound, die Beats und so halt. Ami-Style ist generell einfach besser so. Diese Drills, Traps und so alles. Pop Smoke und so, ne? Ja, Pop Smoke auch. So Leute, mit City? Jada. Woher, wie alt Jada? Leverkusen 18. Hörst du Deutschrap? Ja. Wen so? Meadow auf jeden Fall nicht. Warum? Mag ich nicht. Warum magst du Meadow nicht? Weil er irgendwie komplett das gleiche singt, nur. Das war früher auch so, finde ich, aber jetzt versucht er ja immer mehr, also was Neues, weißt du, ich meine, so auf Türkisch und so. Findest du gar nicht? Nein. Also meinst du, Meadow hat bei dir richtig verkackt oder was? Wer? Meadow. Wir reden ja über Meadow gerade, oder ja. Nicht? Oder hast du Ferro gesagt? Oder hast du gesagt? Nein, ich hab Meadow gesagt. Okay, also Meadow ist für dich cancelled? Nee, komplett ciao. Oh, finde ich krass, der Junge ist ja erst 19 Jahre alt, der kann ja noch alles mögliche leisten, weißt du, was ich meine? Ja. So. Wie fährst du denn so in Deutschrap? Ja, 80 Karat. 80 Karat, also stehst du auf Bad Boys, ne? Kann man so sagen. Ja. Ehrlich jetzt. Ja. Nein? Ja. Yeah. Nein, bin ich ehrlich, ja. Warum? Also findest du das gut, weil der authentisch ist, weil der ein Gangster ist, also weil der auch das lebt, was der rappt, oder warum sagst du das? Ja, der lebt eh nicht alles, aber weil er cool ist. Magst du diese gefährliche Art an dem? Mhm. Es gibt ja jetzt so, finde ich, zwei Parallelen im Deutschrap. So, erstmal diese Straßenrap und dann dieses New School, so Trap, Drill und so. Was fährst du mehr so? Straßenraps. Straßenraps fährst du mehr? Ja. Aus welchem Grund? Weil die Leute denken gleich, ich war ein Zwei-Pier. Nein, erzähl einfach, ist deine Meinung? Ohne Kästchen, ne, bis jetzt? Ich schneide das alles auf. Glaube ich dir nicht. Wer ist hier denn? Jakob. Woher Jakob, wie alt? 16. Woher? Aus Köln hier. Hörst du Deutschrap erstmal? Ja. Wen dann so? Wie feierst du da so? Apache und so. Apache? Ja, ja. Also schon so Mainstream-Rapper oder hast du auch so Newcomer, die du feierst? Newcomer nicht so, ja. Ich höre schon so Mainstream. Mainstream. Wen so? Apache hast du gesagt? Apache, Luciano. Kommt drauf an, kommt auf das Lied an. Ob das geil ist oder nicht. Wen feierst du aktuell so am stärksten? Gerade der stärkste, ich weiß nicht, Luciano hat gerade ein Brett rausgehauen. Welches? Ist, Aqua, glaube ich. Aqua, hab ich noch nicht gehört. Wie findest du das? Ist ein Drill. Ja, sehr gut, stark. Wie findest du die Entwicklung von Deutschrap, dass das mehr so Richtung, sag ich mal, Trap, Drill gibt und so, anstatt wie früher Straße? So, nicht so gut, ja. Das ist so viel zu hook-mäßig angelegt und auch zu so viel Autotune. So, ja, ja. Und so, ne? So damals, ich gehört vielleicht nicht zu den Zeiten, aber Bushido und so waren auf jeden Fall damals. Cool, Savas und so, Agro Berlin, so? Ja, eine. Also hast du auch die gehört, ne? Ja, also höre ich gerade immer noch. Obwohl du 16 bist? Ja.
Stark, ja. Wie findest du ANG zum Beispiel, Newcomer, Straßenrap und so? Geht so, ist nicht so mein Geschmack, aber sollen die durchziehen. Viel Erfolg. Es ist dir wichtig auch, dass ein Rapper authentisch ist. Zum Beispiel der Sugar, dass er auch, wenn er über die Straße rappt, auch Straße ist. Ja, ja. Oder sonst kann man die Leute nicht ernst nehmen, manche, ne? So, wenn die aussehen wie so Pussys und dann sowas. Sagst du zu Rappern, die jetzt 16, 17, 18 sind und das unnormal krass auf Straße machen? Ja, kommt drauf an. Manche Leute, denen kann man das abkaufen, aber nicht jedem. Stell dir vor, okay, du hast eine Freundin und die hört irgendeine Musik, die du übertriebenst nicht abbekommst. Ja. Wird dich das stören auf langfristige Zeit? So, wenn die das nicht bei mir hört, so weißt du. So nein, die hört es bei dir und die lässt sich auch immer mithören, so im Auto oder bei dir zu Hause und so. Boah, so zwischendurch, so ein, zwei Lieder, so kann man sagen, ja komm, mach einfach, ne? Aber danach so wird schon abfacken, so würde ich so sagen, komm, jetzt mach ich meine Musik an. Ja? Oder anderes, was ich auch höre, so. Aber wenn die immer das hört, so wo ich voll Abkotz drauf bekomme, so würde ich sagen, mach aus und so. Ja. Wie wichtig ist der Musikgeschmack in deiner Beziehung? Schon so, sollte ich übereinstimmen, muss jetzt nicht perfekt sein, so. Aber ja, ein Pluspunkt, ne, wenn die ja, auch deine Musik hören. Wenn du im Auto sitzt und so am Fahren bist und dann die voll die Scheiße hört, aber du darauf gar nicht so denkst, so boah, Alter, gar keinen Bock mehr, am liebsten abfangen, aufsteigen, ne? So gehen. Ich muss so raus. Für 18 Karat, AK aus der Kontrolle. Na klar, man weiß nie, was davon stimmt, aber ist ja das Wichtigste, dass man auch so weiß, die junge Straße. Das ist mir schon wichtig, dass sie real sind, so. Was sie da rappen, dass auch alles stimmt, dass sie erlebt haben und so. Das soll schon halt real sein. Also ist so diese Kredibilität schon wichtig, oder? Ja. Yeah. Stell dir vor, du hast eine Freundin, okay? Und du hörst, sagen wir mal, Kalim und halt Ufo und so die Richtung. Und, dann, yeah. Und deine Freundin hört so richtig Läschemusik. Was weiß ich, ich will jetzt keinen Namen nennen. Yeah. Auf jeden Fall so Musik, die dir gar nicht gefällt. Was gefällt dir da zum Beispiel gar nicht? Also erstmal würde ich mit der direkt Schluss machen, so. Ferro, Cerro und so feier ich gar nicht. Gar nicht. Die Namen und so, das so... Daran merkt man so, die haben halt einfach nicht so, boah, wie soll ich das jetzt sagen? Das sagen wir, das Besondere, sagst du jetzt? Ja, die haben halt, die klingen alle fast gleich so. Aber das Problem ist auch bei, sagen wir, Chor und Türken und so, die geben halt sehr schnell Spitznamen. So, wenn du Ferhat heißt, direkt Ferro. Ja. Wenn du Ferhat heißt, Ferro, weißt du, was ich meine? Und so haben die sich halt, genau, einer hat angefangen, ich weiß gar nicht, wer der Erste war, ich glaube Mero damals, und da kam der Rest. Du kennst ja vielleicht den Spruch von Enno, ist gar kein Fraud an Enno oder so, aber Enno meint ja, Deutschrap ist fresher denn je. Besser als Amerika, wir haben Amerikas Mutter. Was sagst du dazu? Nee, Amerikaner singen besser. Besser? Ja. Warum? Englisch vielleicht, Dargesell. Das ist Deutsch, Deutsch. Was machen Sachen? Kannst du auch Englisch? Verstehst du, was sie da sagen? Nein. Gar nicht? Welchen deutschen Rapper findest du am hübschesten? Ich weiß nicht, wie die alle aussehen. Ich höre nur. Alles klar, Mann. So sagen wir jetzt angenommen in 5 Jahren. Wo würdest du Deutschrap gerne sehen? Deutschrap? Ich könnte jetzt nicht sagen, wie der auf dem alten Stand, aber... Einfach auf einem neuen Punkt und auf einem auf jeden Fall besseren als jetzt. Also mehr Straße, sagst du, weniger Autotune und so? Mehr Straße. Würdest du auch Rapper wild, die zum Beispiel auch Sachen erlebt haben, oder ist dir das egal, Hauptsache der Text und so passt? Ja, was die so erleben, interessiert mich eigentlich gar nicht, weil das sollten die auch eigentlich unter sich klären und nicht alles ins Internet vergeben. Ja. Deswegen, ja, keine Ahnung, halte ich nichts von. Die ehrlich. Meisten Weiber, ehrlich, ich glaube, so ein Meadow. Ein Meadow, warum? Weil der ist noch jung, frisch und ich sehe auch immer in den Stories, die Weiber reposten den immer und so. Ja. Siehst du immer wilde Weiber und so, ne? Ja. Deswegen hast du den abonniert, um die auch zu abonnieren, ne? Ja. Was sagst du zu Meadow? Auch wenn er so gehatet wird, ich finde das nicht okay, weil der hat Sachen gemacht, was manche Deutsche in 20 Jahren immer noch nicht machen konnten. Instagram, Jakob, also Jakob mit 2U und 2P.42. Ja, check den Jungen ab. Ist das okay, dass das auf YouTube online kommt? Ja, ist okay. Danke, Brudi. Okay. Was denkst du, welcher Deutschrapper gerade die meisten Frauen abbekommt oder von dem weiblichen Geschlecht am meisten gefeiert wird und warum? Boah, gute Frage. Nächste Frage, ne? Ich weiß gar nicht. Ja, nächste Frage. Ich würde so sagen, Luciano und Capital so. Wer? Luciano? Ja, und Samra. Die so gerade. Luciano wurde kurz zu Luciano, ne? Ja. Erstens wegen der Musik und so, aber so die Frauen sind ja auch ärmer, die gucken auch aufs Optische, aber denen geht es dann auch darum, so versuchen ans Fame und so zu denen zu kommen, weißt du? Meinst du auch wegen Geld? Das bestimmt auch so, weißt du? Wenn die mit denen rausgehen, so als ob die Frau dann bezahlen soll, weißt du? Die bezahlen dann und sagen so, komm, wir gehen und so. Wild, ne? Ja, ja. Die Frauen feiern das bestimmt, ne? Dieses Geld auch. Weil wir sind Rapper. Ey, wie viele Frauen sind auf Geld auch? Sei mal ehrlich. Aber wie findest du die Entwicklung von Deutschrap aktuell? Es kommt langsam so, aber trotzdem wird nicht übertoppen, ja. Aber kommt langsam, ne? Immer unten. Trotzdem. Fresher denn je, ne? Niemals. Niemals, sagst du? Aber naja, findest du die Entwicklung? Ist gut geworden, ja. Ist gut geworden. Also man könnte sagen, in 5 Jahren könnte es eigentlich wild sein, oder? Kommt drauf an, ja. Wollt ihr noch euer Insta sagen? Regis.fw Tommy_ZIEBEHL. Okay, check die Boys ab. Und wie wichtig ist es dir, dass deine zukünftige Partnerin auch die gleiche Musik hört wie du, also den gleichen Style hat? Meinst du, das sagt sehr viel aus über die Person, oder? Nee, eigentlich nicht so. Das sagt halt, Charakter sagt halt so mehr aus, aber ist mir eigentlich schon wichtig so. Okay.
dass sie halt... Das ist schon ein wichtiger Punkt, ne? Ja. Okay, der Vibe muss stimmen, ne? Ja, der Vibe muss stimmen. Okay, Brudi, meine letzte Frage ist, was denkst du, welcher Rapper in Deutschland die meisten Frauen hat? Oder von den Frauen am meisten gefeiert wird? Ich glaube, Luciano. Luciano, warum? Weil er so Lightskin auch so ist und so. Und heutzutage stehen sehr viele auf Lightskin. Brudi, danke, dass du mitgemacht hast. Würdest du kurz deinen Insta sagen? Der Jugo.51. Jawohl, der Jugo. Ist es okay, dass es auf YouTube online kommt? Ja, ist okay. Okay. Du hörst, du weißt gar nicht, wie so Nemo oder Mero oder so aussieht. Doch, Nemo, der sieht gut aus. Nemo sieht gut aus, genau. Ja, Dagan ist auch gut. Okay, sehen wir mal ehrlich, okay, Jada? Würde jetzt ein Rapper bei dir besser ankommen als ein normaler Junge? Nein. Bist du sicher? Ja. Also ist für dich Fame und Geld nicht wichtig? Nein. Konnten sie die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Ganz einfach aus dem Grund, die machen einfach mit so billigen Frauen Videos ohne Ende. Akzeptiere ich eh nicht, sowas. Und wenn mein Freund so Rapper wäre, nee. Gibt's? Nee. Wie von Ferro. Hä? Okay, Jada. Alles klar, Bruder. Oh, Mero. Komm mal rein, Mero. Hau mal ein Part rein. Komm her. Das ist Kölns Mero Nummer 1. Bruder, zeig mal dich ganz kurz. Eine Sekunde ohne Maske, Bruder. Eine Sekunde. Damit die Leute sehen. Eine Sekunde, Bruder. Bitteschön. Ballerlös. Deutschrap, was sagst du dazu? Gerade aktuell, wie Deutschrap ist. Keine Ahnung, Bruder, ja. Bruder, wer ist der krasseste Deutschrapper gerade? Keiner, Bruder. Wallah, keiner. Wer ist der Deutschrapper jetzt wer? Asi Memo. Ah, alles klar. Mein Instagram nur Jada mit 2a.yse. Ja. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder was anderes. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, wie ihr zum Thema steht. Deutschrap, Deutschrap gegen Army Rap. Ihr habt's ja gesehen. Deutschrap hat klar gegen Army Rap verloren. Ist auch meine Meinung. Army Rap ist auf jeden Fall ein paar Level up. Und ja Leute, wie gesagt, like das Video, abonniert, Glocke aktiviert, bleibt gespannt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Ja.